Achso, ja, gut. Ich wollte es eigentlich anwenden, damit ich wieder volles Leben habe. So, und weil ich gerade wieder mal mitgekriegt habe, wie extrem das eigentlich ist. Da hat schon ein Riss. Aber jetzt ist mir auch das wiederum egal. Es ist aber ziemlich extrem, wie viel Leben abgezogen wird, wenn man mal ins virtuelle Gras beißt tut. Nehme ich doch lieber mal den anderen Ring wieder. Komme ich da irgendwie hin? Ist das das hier, was ich denke? Ich wollte mich ja noch an irgendwas Bestimmten rächen. Jetzt ist Rache. Nein, wir werden uns mal ganz gekonnt an den Mistviecher retten. Rächen. Aber mal sowas von. Warum? Sie haben dir nichts getan. Du hast sie doch angegriffen. Ja, wer schon so provokativ ausschaut. Sich so gibt. Oh, warte mal. Waren hier nicht mehr? War hier nicht noch jemand? Und auf dem Stuhl? ja. Nein, so schnell gehe ich hier wieder nicht weg. Oh, schweig dich selbst an. Still determined as ever, I see. Do you wish to start all over again? No. Nein, man kann seine Punkte nicht verteilen, das finde ich gut. You must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an impasse. But if your will is yet unbroken, then you may return here. To start again with a clean slate. No, of course not. Now go along then. Ach, hier wieder. My name is Millibeth. The old women were once fire keepers. I am here to look after them. It is what my mother did, and her mother before her, and so on. Yeah. The old women were keepers of the... But now, the fire shows signs of fading. And the kingdom is beset by hollows. Ja, das Phänomen hatten wir hier schon mal. Ich könnte mich ein wenig an Dark Souls 1 erinnern. Könnte ich. Aber das würde uns hier nicht viel weiterbringen, glaube ich. Ich wollte mich an diesen Mistviechern rächen. Wollte schon wieder retten sagen. Warum will ich immer retten sagen, wenn ich irgendwas vernichten will, Mann? Das soll mir mal einer erklären. Doch. Laufe ich hier noch mein eigenes Verderben oder was? Ich denke mal, das Feuer macht jetzt... Oh, nicht das Ding, das Ding. Ich denke mal, das Feuer wird jetzt mehr Schaden machen. Ich habe jetzt auch mehr Leben. Ich werde nicht bei einem starken Angriff gleich im Dings versinken. Im Tode. Also, dass das dann gleich mehreres trifft. Ja. Kannst du dich nicht wieder drehen?
komm. Hallo, ich stehe doch direkt vor dir. Ah, verdammt. Nein, 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 nein. Das ist mein Heilstein. Wow. Hat er mich fast gepackt? Glaubst du ja nicht. Pause? Kommst du her? Nein, 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 nein. Echt alles fast. Ha! Steinring. Jetzt komme ich auch endlich hinten ran. Goldharz. Yay, aber der Steinring scheint mir doch interessanter auszusehen. Ach, ich hab schon wieder ein Nieser in der Nase. Moment. So, da bin ich wieder. Und wir können weitermachen. Es gab ja noch zwei weitere von diesen komischen Figuren, die einfach nicht zurückschrecken, wenn man sie trifft. Da muss man vorsichtig sein. Und bleiben. Sagt ihr jetzt vielleicht was zu meinem Sieg? The old wimminess, long ago. Firekeep, but now they are lost, scattered to the winds. Ah ja. Ja, 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 ja. Schön. Aber interessiert mich nicht. Ich muss noch zwei andere finden, die es auch verdient haben. So viel Feuer. Was mich eigentlich auch wieder daran erinnert, dass ich ja weiter vorne auch mal vorhatte. Dingens. Oh, da steht einer. Steht hier auch noch einer, der mich behindern könnte. Unten drin war ich aber schon, oder? Da gibt es eh eine Leiter, die rausführt. Nein, du kriegst mich nicht von hinten. Das werde ich ja wohl hier noch zu verhindern wissen. Könnte ja jeder von hinten kommen und mir probieren, was hinten reinzustecken. Den kleiner Kampfdolch da. So. Und jetzt. Ich habe euch nicht vergessen. Aber wie gehe ich das am besten an? Ich habe noch meinen Bogen ausgerüstet. Aber vielleicht wäre Dings besser. Sag schon. Oha. Ich höre schon eine andere Vieh. Miep! Eine Armbrust wäre besser. Es wird nix. Boah. Lol. Scheiße! Mist! Jetzt krieg ich das Item nicht, falls da irgendwas... Ja! Wer ist hier der Boss? Who's the Boss? Komm her, Mann! Dir kriege ich wenigstens noch das Item. Falls du was fallen lässt. Ne, lässt nichts fallen. Aber der andere, der hat wahrscheinlich was fallen gelassen. Oder es haben beide einfach nur irgendwas bewacht. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt ein Item für immer weg ist. Nur weil der darunter gesprungen ist.
Aber schon mies, hier unten einen hier hin zu platzieren. Ja. Kriegen wir neue Aussichten? Da hinten sind wir noch eine Spalte. Eine Spalte, die durch die Licht strömt. Da hinten, das sehe ich nicht so ganz. Sind irgendwelche Säulen oder so. Scheint aber auch kein richtiger Baum zu sein. Sieht alles so merkwürdig aus hier. Kein Plan, was wie wo ist. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, man sollte hier nicht zu weit reinlaufen. Ach, hier ist eh schon die Grenze. Gut. Wenn man genau hinsieht, kann man sie sehen. Warum ist das hier extra beleuchtet? Extra genau das hier. Das ist eine Art Boot. Untersuchen. Was? Nein! Statt dran untersuchen, nicht reinlegen! Was zur Hölle? Die Natur eurer Existenz hat sich verändert. Was zur Hölle? Was? Ich wollte mein Gender nicht ändern. Komm, das machen wir wieder rückgängig. Das machen wir wieder rückgängig. Hätten die nicht irgendwie ein Schild als Hinweis reinschreiben können? Sehe ich denn wieder so aus wie vorhin? Ja, scheint so, oder? Ja, meine alte Figur. Gut. Es stellt also mit denselben Einstellungen eine weibliche Figur von mir. Gut. Gut zu wissen. Falls ich irgendwann mal Bock habe, als Frau hier durchzulaufen, oder falls ihr wollt, dass ich es tue, dann sagt mir Bescheid. Aber aktuell jetzt so kein Bock. Nein, 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 nein. Ich bleibe lieber erstmal der, der ich bin. Ach, wieder vergessen. Warte mal, ich habe doch einen Ring bekommen. Blauer Siegel, das sagt mir nicht viel. Muss ich das tragen? War das der hier? Ja, Steinring, genau. Was macht der? Zusätzliche Verringerung der gegnerischen Balance. Ah, nehme ich doch glatt mal. Könnte sogar schon bei dem Bosskampf hilfreich sein, aber ich glaube nicht, dass die da irgendwann mal anfangen zu schwanken. Gehen wir doch dahin. Ich müsste eigentlich auch dahin zurück, wo ich herkomme. Weil da waren ja auch noch Items, die ich jetzt nicht geholt habe. Komme ich besser zum Boss von hier oben oder von da hinten? Das ist jetzt die Frage. Komme ich hier, dann hier rein? Hallo? Ich will da hoch. Ich will da hoch. Da kommen wir ja nicht. Muss man von hier. Wer ist das hier? Gates. Scheint ein NPC zu sein, ne? Wohin rennst du? Ich bin hier. Hallo. Ja. Tolle Aktion. Ich komme noch nicht mal hier hoch. Was ist denn das? Ich glaube, Gates ist wirklich ein NPC. Und habe ich auch somit nicht vor zu rufen. Ich habe grundsätzlich nicht vor, willkürlich einfach mal so Leute zu rufen. Au, das war berechtigt. Nein. Ja, von den ganzen Punkten, die ich hier schon wieder kriege, könnte ich doch glatt mal wieder Dingens. Ach, den hätte ich gar nicht machen müssen. Könnte ich doch glatt mal wieder ausbauen. Nein, ich wollte gerade gucken, wer das genau ist. Hier sind auf einmal alle Hinweise verschwunden, die hier lagen.
haben sich wohl die Leute ausgelockt. So, gucken wir mal nach. Feinjustierung. Da hat man einen Vorteil, wenn man mit Controller spielt. Da geht das hier bestimmt leichter. Ach, ich muss ja unbedingt noch mal schlagen hier. Alltägliche Frucht. Was ist denn eine alltägliche Frucht? Ist das hier das? Stärkt vorübergehend Giftresistenz. Interessant. Nein, im Ernst, finde ich jetzt sehr interessant. Spricht ja so gesehen nichts dagegen. Da bestimmt auch immer Giftmonster, gegen die das so richtig super haut. Wow, macht er gleich mit der Tür kaputt, du Randale hier. Nee, nee, so hat meine Mutter mich nicht erzogen, einfach die Türen anderer wahllos kaputt zu schlagen. Nein, kein Feuer. Ach, nur noch die Hälfte der Anhaltbarkeit an meiner Waffe. Ist das nicht toll? Runterklettern. Nein, habe ich diesmal nicht vor. Fällt mir auch gerade glatt ein, ich wollte ja eigentlich zuerst mit der normalen Waffe kämpfen und dann erst Dingens. Aha, Pilgerin. Wer steht hier vorne? Dark Knight. Eigentlich würde mir doch keinen holen, der Dark Knight heißt, oder? Ich will ja nicht. Batman! I'm Batman. So. Drückt mir die Däumelinge. Ich werde auch mal das gegen das andere Schwert austauschen. Nur für den Fall der Fälle, dass ich wechseln muss. Aber mal sehen. Na komm, ich kann nicht so viel reden hier. Nein, nicht runterhauen. Ich hab keinen Bock drauf. Ah, er strauchelt. Und meine Ausdauer macht nicht so ganz mit. Ah, jetzt kommen alle. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich hier oben nicht permanent sicher bin. Die werden mir wahrscheinlich meine Säulen weghauen oder so. Oder? Nee, wenn sie theoretisch die Säulen wegschlagen. Wow! Wow! Springt er hoch. Landet er schon auch gleich, oder? Ah, ich kann hier nicht permanent gegen alle einzeln kämpfen. Ah, die scheinen nicht unbedingt immer die Renner zu sein. Ich konnte mir denken, dass da irgendwie was jetzt in der Richtung passiert, aber er hat jetzt kein Schild mehr. Nein. Wow. Drehen jetzt beide am Rad oder was? Das Tor da ist. Nein, 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 nein. Oh. Wenn mich das jetzt getroffen hätte. Wäre ich womöglich gestorben. Gut, dass man sich mit den Heilsteinen noch ein bisschen bewegen kann. Ist ja schon mal was.
Autsch. Will ja nicht gleich mal so eine Raserei sein müssen. Ich glaube, ich mache zuerst den mit dem Schild kaputt. Vorrangig. Weil der sich noch schützen kann. Der andere hat ja sein Schild weggeworfen. Au. Der andere hat ja, wie gesagt, sein Schild weggeworfen und stellt somit eigentlich eine kleinere Bedrohung dar. Nein. Ich will noch einen anderen Riesen. Nein, nicht tauen, nicht tauen, nicht tauen, nicht tauen. Muss mal mein Leben wieder etwas reden. Die Freshen. Boah, leck. Unterschiedlich runtergeschlagen hier. Nein, da wollte ich doch nicht stehen. Das wäre jetzt meine Chance gewesen zum Angriff, aber... Was zur Hölle? Was hat einer gemacht? Ich würde abrollen. Oh Gott. Beide haben kein Schild mehr. Heißt das, es wird jetzt schwerer oder leichter? Aha, wird er langsam. Ein bisschen langer der Kampf. Ich probiere einfach mal wenig Fehler zu machen. Au. So, das ist ja ein dicker Fehler gewesen. Nein! Wollte ich mich gerade nochmal heilen. Und da hat er einfach zugeschlagen. Ja, schon eine gute Strategie, zuerst einen da oben solo auf der Plattform zu töten. Das ist kein großes Problem. Ich bräuchte vielleicht eine etwas schnellere Waffe oder ein Schild, der mehr aushält. Oder ich müsste einfach meine Rüstung ein wenig upgraden, aber ich glaube, da habe ich auch keine Steine mehr zu. So. Das wäre gegessen. Halt. Ich muss da hinten hin. Aber wenn ich halt alleine und vorsichtig gegen die Bosse kämpfe, müsste das ja auch zu schaffen sein. Ich denke mal, wenn ich über die Brücke laufen will, um die Tür zu öffnen, kommt der eh. Also ist schon besser, wenn ich ihn mal pro forma töte. Steh mal vorne, mal hinten. Kannst du dich nicht entscheiden, hä? Musst du so durch die Gegend lecken. Na, vielleicht wäre ich mit meinem normalen Schild besser dran. Ja, jetzt ist wieder Pfeil und Bogen nützlich. Aber vielleicht werde ich dann auch mal einfach mal die Bolzen ausprobieren gegen die Bosse. Gucken, wie gut das läuft. Essen.
So leicht lasse ich mich auch wieder nicht aufspießen, ne? Okay, manchmal schon. Ja, manchmal lasse ich mich dann auch schnell aufspießen. Oh, kommt da mal mehr oder was? Au. Oh, 4 Stück? Und mir ist das Gefühl, dass mal, wenn ich sterbe, kommen hier mehr. Au. Oh. Oder täuscht das jetzt? Au. Oh. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gottchen. Nein, 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 nein. Nein, ich hab doch... Ich glaube, es wird schon ein bisschen spät. Ich weiß nicht, wie lange nehme ich schon auf. Ich glaube, ja, genug um eine versucht Felsbrocken. Was? Keine Ahnung. Welchen Felsbrocken? Nein, auf jeden Fall wollte ich mich... Was? 2 riesige Ultraschwerter? Wie viel Stärke hat der denn? Geschockt von dem Anblick gerade, würde ich sagen, danke fürs Reinschalten, man sieht sich beim nächsten Mal, euer Sushi, ciao!